Einführung. Schönen Nachmittag miteinander wünsche ich. Ich freue mich, dass das so großes Interesse auch erzeugt. Danke ans Logo für die Organisation und dass ihr so gute Resonanz da erzielt über die Angebote. Ja, Cannabis ist das Thema für die nächsten circa 90 bis 120 Minuten, je nachdem. Wir haben auch mit Johannes das an und für sich so abgesprochen. Wir werden in der Zwischenzeit auf jeden Fall mal eine Pause zwischendrin machen. Ich hätte mal das Webinar heute so für 90 Minuten anberaumt, von der Länge her, und stehe aber nachher gerne zur Verfügung, wenn es dann vielleicht noch einzelne Fragen gibt, die sich im Rahmen der 90 Minuten nicht beantworten lassen oder nicht erschöpfend beantworten lassen. Das heißt einfach, wer Lust und Zeit hat, der kann gerne dann noch nach den 90 Minuten hier im virtuellen Raum bleiben und für einen Austausch und für einige Fragen zur Verfügung. Die meisten, denke ich mal, kennen mich wahrscheinlich. Ich arbeite bei der Suchtpräventionsstelle Vivid. Wir haben unseren Schwerpunkt im Bereich der Prävention. Das heißt, ich bringe jetzt natürlich auch nicht so viel Expertise zum Thema Cannabis als Substanz vielleicht jetzt mit, sondern ich bringe ein bisschen Expertise mit zum Thema, wie kann man auch präventiv zu diesem Thema arbeiten. Ich zeige nachher ein bisschen so, was so die inhaltlichen Schwerpunkte des heutigen Termins wären für euch. Und ja, würde einfach bitten, alles das, was es so an Rückmeldungen, Fragen, Kommentare gibt, dann irgendwie über die Chat-Funktion, die der Johannes schon erwähnt hat, gleich unmittelbar zu machen, nicht lang zuzuwarten, sondern das gleich zu nutzen, weil dann können wir das gemeinsam ganz gut steuern, in welche Richtung wir uns inhaltlich am besten bewegen sollen. So, ich mache mal eine Bildschirmteilung. Die meisten werden das eh schon kennen, diese Funktion. Und zeige ganz kurz nur so die Übersicht, was ich vorgesehen hätte für heute. Einerseits ein bisschen auf die psychoaktive Substanz Cannabis einzugehen. Der zweite Punkt wäre so im Bereich der rechtlichen Aspekte, die es beim Thema Cannabis bzw. illegalisierte Suchtmittel gibt, was man vielleicht in der Jugendarbeit dazu wissen sollte. Nachdem das natürlich heute ein bisschen kurz ist und ein virtueller Rahmen ist, wird nicht so viel Zeit dafür sein, aber ein bisschen was zum Thema methodisches Arbeiten möchte ich gerne einbauen. Das heißt, eine konkrete Methode können wir gemeinsam ausprobieren. Ein paar Sachen würde ich dann auch über den Chat als Zusammenfassung übermitteln, was man sonst noch machen kann im Kontakt mit Jugendlichen, wie man einerseits mit konsumierenden Jugendlichen dazu arbeiten kann, aber auch mit jenen, die vielleicht noch vor ihren möglichen Konsumerfahrungen stehen. Und nachdem wir uns ja hier virtuell bewegen, habe ich mir gedacht, würde es sich anbieten, einfach zu schauen, was sind auch so Seiten im Netz, die sich anbieten, wo man zum Thema Cannabis was findet und die man auch nutzen kann, entweder für sich selbst als Multiplikatorin, Multiplikator oder einfach auch in der Arbeit mit Jugendlichen im direkten Kontakt mit ihnen. Wenn es ums Thema geht, vielleicht so als Einführung, dann werdet ihr wahrscheinlich festgestellt haben, dass dieses Thema in der letzten Zeit wieder ein bisschen brisanter geworden ist oder mehr Aufmerksamkeit erfahren hat. Das Thema wird immer, denke ich mal, auch sehr kontroversiell diskutiert. Es gibt verschiedene Ebenen der Diskussion. Das finde ich auch wichtig, irgendwie ein bisschen im Blick zu haben. Wenn wir vom Thema Cannabis sprechen, dann geht es nicht nur um das Thema Droge, Suchtmittel, Genussmittel, sondern wir haben natürlich auch den Bereich der medizinischen Verwendung mit dabei, der ja stark diskutiert wird in den letzten Jahren, auch unterschiedlich gehandhabt wird in den einzelnen Ländern. Und wenn es ums Thema Genusssuchtmittel geht, dann gibt es oft sehr stark diese Polarisierungen, die wir erleben in der Diskussion. Das heißt einerseits so Befürworterinnen von Legalisierungsbestrebungen und auf der anderen Seite vehemente Ablehnung solchen Strategien gegenüber. Auch eine Polarisierung, links zum Beispiel, das ist eine Kampagne, glaube ich, von der jungen SPÖ gewesen vor einigen Jahren mit der Lieber bekifft ficken als besoffen fahren. Also so diese Gegenüberstellung Alkohol versus Cannabis findet man auch häufig in der Diskussion. Immer so mit der Frage verbunden, was ist denn jetzt gesünder oder harmloser? Und das gegeneinander sozusagen ein bisschen auszuspielen, ist wahrscheinlich oft gar nicht so sinnvoll. Ein bisschen was zur psychoaktiven Substanz zu Beginn. Ich mag mich jetzt gar nicht dabei aufhalten, was es jetzt irgendwie gibt an Sorten und diese Dinge und Produkte. Ich denke, das wird den meisten bekannt sein. Also diese Zeit würde ich gerne ein wenig eher einsparen. Ich hätte ein paar Sachen einfach vorbereitet, ein paar Aussagen zum Thema Cannabis. Und wir könnten das so handhaben. Es geht immer um die Frage, ist es wahr oder ist es ein Mythos? Und wenn ihr zum Beispiel über die Handhebfunktion
das nutzt, dann könnte man das so handhaben, dass alle zum Beispiel die Hand heben, die sagen, die folgende Aussage stimmt. Nämlich mit Cannabis haben fast alle Jugendlichen in Österreich Erfahrung. Ich schaue jetzt mal in die Teilnehmer hinein. Genau, Johannes, da würde ich um deine Bitte bitten, weil ich sehe das jetzt nicht auf meinem Schirm, ja, wie so die Tendenz geht, in welche Richtung. Ihr könnt entweder die Hand heben oder bei rechts, bei Reaktionen in eurer Leiste, könnt ihr auch den Daumen dazu heben. Es ist ein bisschen Zustimmung, durchaus. 3, 4, na wohl, immer mehr, es wird immer mehr. Also die Signal, eher Zustimmung. Danke. Schon. Also alle, die Hand unten lassen, würden auch, auch sagen, das ist eher ein Mythos. Mhm. Genau, die Frage war noch einmal mehr oder weniger, alle Jugendlichen haben Erfahrung mit der Substanz Cannabis. Genau. Genau, also die Mehrheit ist deutliche Mehrheit ist dieser Meinung. Deutliche Mehrheit ist das. Ich weiß natürlich auch jetzt ja nicht, auf solchen einzelnen Arbeitssettings ihr kommt, aber ich nehme mal an, das stimmt natürlich auch für viele Arbeitssettings. Wenn man in der Schulsozialarbeit, in der Jugendarbeit oder in der Kinder- und Jugendhilfe mit jungen Menschen zu tun hat, dann wird man wahrscheinlich beobachten, dass Cannabis dort oft ein Bestandteil ist im Freizeitkonsumverhalten. Ja? Wenn man es jetzt ganz global sich anschaut für die Zahlen, die wir in Österreich haben, dann müsste man sagen, eigentlich ist es eher ein Mythos, dass fast alle Jugendlichen damit Erfahrung haben. Dazu kann ich noch die Zahlen von der letzten Health Behavior School Children Untersuchung zeigen aus dem Jahr 2018. Das ist eine Untersuchung, die europaweit in verschiedenen Ländern gemacht wird und verschiedene Themen der Gesundheit abfragt bei Jugendlichen, unter anderem auch das Konsumverhalten bei Sachen wie Alkohol, Nikotin oder Cannabis. Und wenn man sich diese Grafik anschaut, dann sieht man, dass die Prozentzahlen relativ weit unten sind, vor allem dort, wenn es um den aktuellen Konsum geht. Das heißt, aktueller Konsum meint Konsum innerhalb der letzten 30 Tage. Man sieht rechts jemals, das ist die sogenannte Lebenszeitprävalenz. Das heißt sozusagen die Frage, hat man irgendwann in seinem Leben einmal Cannabis probiert, konsumiert? Es gibt jetzt auch nicht sehr viel Aufschluss darüber, wie häufig man das dann gemacht hat oder ob das nur einmalig war. Da sieht man, dass die Werte natürlich höher sind. Man sieht die unterschiedlichen Werte für die 9. Schulstufe, das heißt also so im Schnitt 15-Jährige und für die 11. Schulstufe, im Schnitt 17-Jährige. Man sieht auch Unterschiede zwischen Burschen und Mädchen, die auf dieser Grafik erkennbar sind, dass also die Burschen tendenziell da höhere Werte angeben in der Untersuchung. Dazu zu sagen ist natürlich, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Zahlen. Wir wissen, dass es vor allem, wenn es um illegalisierte Substanzen geht, die Bereitschaft, ehrliche Antworten zu geben, manchmal nicht immer gegeben ist. Das heißt, man hat gewisse Unschärfen drinnen bei diesen Ergebnissen. Trotzdem hat man natürlich eine gewisse Aussagekraft. Auch alle anderen Untersuchungen, die so gemacht werden zum Thema Konsumverhalten, vor allem wenn es um diese sogenannte Lebenszeitprävalenz geht, das heißt, hat man irgendwann einmal damit Kontakt gehabt, bewegen sich im Schnitt zwischen 25% und 40%, dass die Menschen angeben, ja, ich habe in meinem Leben einmal Cannabis probiert. Und dieser Wert, 25% bis 40%, ist zwar sicher der höchste Wert von allen illegalisierten Substanzen im Vergleich zu anderen illegalisierten Suchtmitteln, wie zum Beispiel Kokain, Heroin, LSD etc., liegt aber bei Weitem unter den Werten, die wir zum Beispiel beim Alkohol, wo es um die 90% sind, und bei Tabak, wo es um die rund 70% liegt im Vergleich. Wolfgang, glaube ich, vom Chat her noch ein Eindruck aus der Praxis. Mhm. Nämlich der Eindruck, dass das bei Jugendlichen normal ist und herabgespielt wird und quasi eine Einstiegsdroge mehr oder weniger oder auch als das genannt wird. Ja. Und die Erfahrung quasi aus der Praxis. Mhm. Ja, danke für die Anmerkung. Ich wollte mit dem auch einsteigen, weil ja manchmal auch so dieses Bild bei Jugendlichen, die zum Beispiel jetzt noch keine Erfahrungen damit haben, ist, kiffen tun ja eh alle. Und ein bisschen auch die Zahlen dem gegenüberstellen, um das ein wenig zu relativieren, dass das teilweise auch ein bisschen ein Mythos ist. Ja? Natürlich, man orientiert sich sehr stark an den Gleichaltrigen, gerade in dieser Altersphase. Wenn natürlich dann so diese Tendenz da ist, zu sagen, es tun eh alle, dann ist natürlich auch die Bereitschaft, vielleicht zu Cannabis zu greifen, eine andere, als wenn das Bild ist, naja, es greifen doch nicht alle dazu. Es greift ein bestimmtes Segment dazu.
Im europäischen Vergleich, das ist noch eine Grafik, die ich zeigen kann, da findet man verschiedene Länder. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen unübersichtlich mit diesen vielen Ländern. Man sieht hier Österreich, ich bewege mal den Pfeil dorthin, hier in der Mitte weiter unten mit relativ niedrigen Angaben. Man sieht zum Beispiel Frankreich ganz rechts und Spanien mit höheren Prozentzahlen. Hier geht es um den Konsum in den letzten 30 Tagen bei 15- bis 34-Jährigen. Das heißt also Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Unsere Nachbarländer, Deutschland sind auch noch und die Schweiz sind ebenfalls markiert mit etwas höheren Werten, als wir es hier in Österreich haben. Vielleicht nur dazu zu sagen, dass die Gesetzgebung der Länder da sehr wenig Einfluss darauf hat, auf das Konsumverhalten. Denn Frankreich ist zum Beispiel eines der Länder mit den restriktivsten Gesetzen in ganz Europa, was den Umgang mit Cannabis betrifft. So, ich stoppe mir kurz einmal wieder noch die Freigabe. Würde gerne vielleicht weitermachen, auch so ein bisschen zu schauen, wie wirkt Cannabis, was sind auch mögliche Risiken, die es dabei gibt. Eine nette Methode, die man dazu machen kann, auch gemeinsam mit jungen Menschen, ist die Methode des sogenannten Beipackzettels, die vielleicht manche schon auch kennen. Ihr kennt einen Beipackzettel wahrscheinlich aus den Arzneiprodukten, Medikamenten, der immer beiliegt. Da steht drinnen, was man beachten sollte, wenn man Medikamente einnimmt, mögliche Wechselwirkungen, die es geben kann, wenn man andere Sachen zum Beispiel auch konsumiert. Und sowas Ähnliches könnten wir jetzt gemeinsam machen hier zum Thema Cannabis. Johannes, ich glaube, du hast den Link schon in den Chat. Ja, danke, super. Ihr findet jetzt gerade einen Link, der gepostet wurde vom Johannes im Chat. Mit einer Etherpad-Oberfläche, das heißt ein gemeinsames Pad, an dem wir arbeiten können. Und ich mache jetzt einmal wieder eine Bildschirmteilung, dass wir das gemeinsam im Blick haben. Ja, da steht jetzt nochmal ein Titel. Hier rechts oben, da kann man auch seinen Namen eintragen, wenn man möchte. Also jeder kann sich da jetzt beteiligen und bekommt auch eine unterschiedliche Farbe. Jeder, der jetzt was da hineintippt in das Textdokument, das bleibt auch für die anderen damit sichtbar. Und was ich jetzt gerne mit euch machen würde, ist einen gemeinsamen Beipackzettel zu erstellen zum Thema Cannabis und würde gerne damit beginnen, was zum Beispiel die Szenebegriffe sind, die man so kennt. Und wem was einfällt dazu, der kann jetzt da gleich drunter Sachen eingeben, die es gibt. Ah ja, ich sehe schon, die ersten Rückmeldungen kommen schon. Gras, Weed, Mary, Haze. Mary Jane lese ich, Ofen lese ich, Dübel, kommt gleich zweimal. Ja, es ist gerade Bausaison, ne? Der Joint, der Jolly. Wolfgang? Ja. Könntest du vielleicht noch einmal ganz kurz erklären, wie man beim Dokument schreiben kann, weil bei der Sarah funktioniert es nicht. Okay, also an und für sich den Link in einen Webbrowser der Wahl eingeben und die Seite mal laden. Dann sollte diese Übersicht, die jetzt über den geteilten Bildschirm hier ist, aufscheinen. Und man kann rechts, gibt es eine Leiste quasi mit den Userinnen, die jetzt gerade im Dokument arbeiten. Die meisten sind hier mit unbenannt, weil sie keinen Namen eingegeben haben. Man kann ihren Namen noch anführen, wenn man möchte. Aber dann hat man automatisch gleich Zugriff auf das Dokument. Also jeder, der die Seite öffnet im Browser, sollte einen Zugriff auf das Textdokument haben. Okay, Spliff und Wiesen lese ich da noch. Also es ist noch einiges dazugekommen.
Dann würde ich einen Schritt weitergehen nach den Szenen. Ah, Kusch, okay. Danke, kommt noch was dazu. Aber ich gehe hier sonst einmal einen Schritt weiter, nachdem wir einmal die ganzen Szenennamen gesammelt haben, die es so gibt, und würde mal schauen, was sind denn zum Beispiel erwünschte Wirkungen während des Konsums, die euch einfallen, wenn man Cannabis konsumiert. Also während des Konsums. Entspannung kommt hier. Spaß, Beruhigung. High werden. Lachflashes, Gedankenabschweifung, Wegbeamen, Einschlafhilfe, intensivere Wahrnehmung, Abschalten der Realität, Entfliehen. Stress abbauen. Locker Gruppending, okay. Also wenn man sich das durchschaut, dann sieht man wahrscheinlich, es hat einerseits so Funktionen ja für einen persönlich, ne? Für die eigene Regulierung von Befindlichkeiten und Zuständen, aber es hat auch so eine soziale Dimension, wie Gruppending, Spaß gemeinsam zu haben, tiefsinnige Gespräche mit anderen, die dadurch gefördert werden können. Okay, wir waren jetzt mal so bei den erwünschten Wirkungen und ich würde jetzt einmal übergehen so in einen anderen Bereich, nämlich unerwünschte Wirkungen während des Konsums. Was gibt es da für Meldungen von eurer Seite? Was fällt euch dazu ein? Halluzinationen, genau. Also wenn man hohe Dosen erwischt und auch nicht so geübt ist im Konsum, dann können Halluzinationen auftreten. Übelkeit, auch etwas, was meistens bei zu hoher Dosierung verbunden ist. Müdigkeit, Panikattacken, Unruhe, Essattacken, Angstattacken, Schwindel, Paranoia, Heißhunger. Die Grundstimmung wird verstärkt. Ja, das ist generell ein Thema bei allen eigentlich psychoaktiven Substanzen, dass sich die Grundstimmung in der Regel verstärkt. Das heißt, wenn man nicht so gut drauf ist, dann wird Cannabis das wahrscheinlich noch verstärken. Umgekehrt natürlich auch. Die Polizei könnte man im Kontakt haben, ja, auch das könnte eine unerwünschte Wirkung sein, wenn sie auf einmal auftaucht. Laut Info, da gibt es ganz nette Postings momentan im Netz, laut Infos der mobilen Drogenkuriere, die es so gibt, die berichten, dass die Polizei momentan eher andere Dinge zu tun hat, als bei Ihnen zu schauen, was Sie so tun. Kreislaufprobleme, Herzrasen, ja. Verfolgungswahn. Okay, also einiges mit dabei. Dann würde ich noch eine dritte Kategorie einführen, hier im PET. Nämlich so, was passiert, wenn man das jetzt länger und andauernd konsumiert? Das heißt, was sind Langzeitfolgen bei sehr regelmäßigem Konsum und bei sehr intensivem Konsum? Langsamkeit, Antriebslosigkeit. Eine Abhängigkeit, ja, könnte entstehen. Isolation, Veränderungen in der Gehirnstruktur. Zahnprobleme, ja, wäre jetzt bei mir noch gar nicht so bekannt. Das ist jetzt eher, glaube ich, so mit Crystal Meth zum Beispiel stark assoziiert, mit diesen Bildern von Leuten, die schlechte Zähne haben.
Aber natürlich, wenn man sehr antriebslos ist und auf Zähneputzen vergisst, wer weiß, was da entstehen kann. Psychosen, Apathie, psychische Störungen, ja. Man kann sich zu nichts mehr aufraffen, eventuell Schizophrenie. Abbruch von Beziehungen, Depression. Wahnvorstellungen, Desinteresse. Ja, vielen Dank dafür eure Beiträge. Verlust der Lehrstelle kommt jetzt dann, ja, also zum Beispiel in Ausbildung oder im Job. Konsequenzen, finanzielle Probleme. Ich stoppe das jetzt hier mal mit der Teilung. Vielen Dank einmal so für die Beiträge, die da gekommen sind. Das wäre etwas, was man zum Beispiel konkret methodisch machen kann mit jungen Menschen, ja, so diesen Beipackzettel gemeinsam zu füllen. Und einfach auch zu schauen, zum Beispiel, wie ist denn der Wissensstand bei den Jugendlichen oder jungen Menschen, mit denen ihr zu tun habt in eurer Arbeit. Was wissen sie denn über Cannabis? Was kennen sie für Begrifflichkeiten? Da können sie meistens sehr gut ihre Expertise beweisen, wenn es um Szenebegriffe zum Beispiel geht. Da kann man als Erwachsener meistens eigentlich nur verlieren. Aber wenn es zum Beispiel auch um die Frage geht, der Risiken, des Wirkpotenzials von Cannabis, ist es auch eine gute Methode, um zu schauen, wie schaut der Wissensstand aus, wo gibt es vielleicht auch ein bisschen Lücken, die man füllen kann, dann durch zusätzliche Informationen, die man bereitstellen kann. Da können wir nachher dann auch ein bisschen hinschauen, was gibt es im Netz dazu, wo man sich gute Informationen holen kann, wenn es um diese Themen geht. Ich werde dann im späteren Verlauf des Chats ein Dokument schicken, wo verschiedene Methoden beschrieben sind, die man nutzen kann, um zum Thema Cannabis zu arbeiten. Aus Zeitgründen haben wir heute natürlich nicht die Möglichkeit, da jetzt auf alles da detailliert einzugehen, aber anhand der Beschreibungen seht ihr dann wie man was einsetzen kann und könnt ihr selber dann schauen, was für euch am passendsten erscheint für die Alltagspraxis. So, ich gehe dann wieder über, wo wir am Schluss jetzt waren, bei den Zahlen und werde hier noch weitergehen zu dem Thema Langzeitfolgen. Da war jetzt einiges schon dabei, was auch über das Bett gekommen ist, was vielleicht noch wichtig zu sehen ist. Oft wird Cannabis ja auch gemeinsam mit Tabak konsumiert, als Joint zum Beispiel. Das heißt, man hat natürlich auch die Risiken und möglichen Langzeitfolgen, die sich durch den Konsum von Tabakprodukten ergeben, im Bereich der Lunge vor allem und der Atemwege. Krebsrisiko, da gibt es mögliche Zusammenhänge. Das ist jetzt die schlechte Nachricht für alle männlichen Teilnehmer hier im Webinar, wenn es um Hodenkrebs zum Beispiel geht, natürlich auch im Bereich der Atemwege, wenn es durch Beimischungen mit Tabak geht. Nächste schlechte Nachricht für die Männer ist das Thema Spermienkonzentration und Beweglichkeit. Schwangerschaft, sind wir bei den weiblichen Teilnehmerinnen hier, da gibt es noch wenig fundierte Expertise dazu, aber die Tendenz der Empfehlungen geht dahingehend, dass man besser darauf verzichten sollte, Cannabis während der Schwangerschaft zu konsumieren. Ja, und was das Jugendalter betrifft, da kann es zu Irritationen in der hormonellen Entwicklung kommen. Also Cannabis hat einen Einfluss auf das Hormonsystem und vor allem auf so Dinge wie Wachstumshormone, die gerade in der Jugendalterphase relevant sind. Und ein anderer Punkt, der auch im Jugendalter relevant ist, ist das Thema Gehirnentwicklung, was in letzter Zeit sehr stark diskutiert worden ist, wo die Empfehlungen sehr stark in die Richtung gehen, dass junge Menschen möglichst nicht Cannabis konsumieren sollten, weil ihr Gehirn dann noch stärker in Entwicklung ist als zum Beispiel bei jungen Erwachsenen und dass man momentan noch in der Forschung relativ wenig weiß, welche Einflüsse das haben kann, beziehungsweise ob da dann auch alles wieder reversibel ist, wenn es zu Beeinträchtigungen kommt. Minderung der Lern- und Gedächtnisfunktionen, das ist auch von euch schon gekommen, ebenso dieses Abhängigkeitspotenzial, was es im psychischen Bereich gibt.
Cannabis ist jetzt nicht die Substanz mit einem extrem hohen Abhängigkeitspotenzial im Vergleich zu anderen psychoaktiven Substanzen, aber es gibt die Effekte, dass man feststellen kann, dass Menschen Probleme damit kriegen, psychisch abhängig werden und auch diese Symptome oft dann im Alltag zeigen, die auch vorher schon im Bett gekommen sind, wie Antriebslosigkeit, die Dinge nicht mehr wirklich auf die Reihe zu bekommen, Verlust von Leerstelle zum Beispiel und diese Sachen. Ja, und dann gibt es noch auch viele Dinge, die diskutiert werden im Vergleich mit Störungsbildern, wie Angststörungen, Depressionen, Schizophrenie. Man weiß ein bisschen was mehr in der Zwischenzeit zu. Oft ist es das Thema das sogenannte Henne-Ei-Problem, also was ist zuerst da, die Veranlagung und die dann durch den Cannabiskonsum verstärkt oder ausgelöst wird. Oder der Cannabiskonsum, der erst zu einem Störungsbild führt. Bei Schizophrenie weiß man, dass es ein Risiko gibt, wenn man eine Veranlagung hat. Das Problem mit der Praxis ist ja dass man meistens nicht weiß, ob man eine Veranlagung hat. Ja, und in Bezug auf zum Beispiel Depressionen und Angststörungen weiß man auch, dass es ein moderates Risiko gibt, in diese Richtung zu tendieren, wenn man sehr regelmäßig und häufig Cannabis konsumiert. Ich blende das wieder hier mal aus. Schauen wir auch mal so vielleicht ganz kurz beim Johannes, ob es noch Fragen auch so gibt in der Zwischenzeit über den Chat, was noch die Substanz vielleicht noch so betrifft. Aktuell nicht. Falls ihr Fragen habt, wie gesagt, die Einladung jederzeit in den Chat hinein und ich bringe sie dann ein und werde den Wolfgang anzapfen. Super. Weil sonst hätte ich gesagt, könnten wir auch einmal so zum nächsten Block übergehen und das wäre so der Bereich der rechtlichen Infos, die es gibt jetzt, beim Thema Cannabis. Ja, ist noch was gekommen. CBD-Produkte. Genau. Okay, das passt. Das können wir nämlich auch gleich beim nächsten Block einbauen, weil da hätte ich eh auch was mit drinnen zum Thema CBD. Und vielleicht auch einfach die Fragen, die es dann dazu gibt, dann dort gleich mit zu integrieren. Weil, weiß jetzt, wie ist das mit CBD-Produkten? Das kann ich jetzt noch nicht einschätzen, wohin die Tendenz von der Frage geht. Aber ich würde sagen, ich starte einfach einmal bitte dann einfach das noch zu konkretisieren, wo die Fragen liegen. Wenn es um rechtliche Grundlagen geht, auch hier wieder können wir eine Abstimmung hier machen, nämlich anhand dieser Aussage, der Besitz einer geringen Menge Cannabis ist in Österreich de facto legal. Bitte einfach die Hand virtuell heben, wenn ihr der Meinung seid, das stimmt, und die Hand unten lassen, wenn ihr der Meinung seid, das ist ein Mythos. Sehe vereinzelte Hände. Sehr vereinzelte Hände. Sehr vereinzelte Hände. Das heißt also, der Großteil meint eher, das ist ein Mythos. Beziehungsweise auch die Nachfrage der Präzision, nämlich ja. Was ist gemeint mit geringer Menge? Danke, darauf komme ich gleich zu sprechen. Ja. Gut, schauen wir mal an. Das Suchtmittelgesetz in Österreich regelt den Umgang mit illegalisierten Substanzen beziehungsweise definiert, was nicht erlaubt ist in unserem Land. Und Cannabis als eine davon, von diesen illegalisierten Substanzen, fällt natürlich darunter. Sofern der THC-Gehalt über 0,3% liegt, muss man immer dazu sagen, weil man Cannabis natürlich auch in anderen Formen als Nutzpflanze etc. Nutzen kann. Was ist verboten in Österreich? Das sind die Begriffe, die hier sich im Suchtmittelgesetz finden. Besitz, Erwerb, Erzeugung, Überlassung, Verschaffung, Ein- und Ausfuhr, Anbau zur Suchtgiftgewinnung und auch Strategien der Bewerbung. Ihr werdet vielleicht jetzt merken, dass der Begriff Konsum nicht dabei ist in dieser Aufzählung. Das heißt also, man könnte sagen, der Konsum ist an und für sich erlaubt. Die de facto Regelungen, die wir hier in unserem Land haben, sind die, dass ein Konsum von Cannabis als Suchtmittel nicht möglich ist, ohne dass irgendein anderes Delikt greift. Also entweder der Besitz, ne, wenn man es in der Hand hat, den Joint zum Beispiel, oder die Überlassung, wenn man in einer Runde sitzt und das einfach weitergegeben wird zum Beispiel, oder man gar nicht dran in der Hand hat, sondern irgendwo zieht an jemanden, der es in der Hand hat. Ja, also es ist schwierig, da hier eine Nische zu finden, die jetzt den Konsum legalisieren würde, weil irgendein anderes Delikt eigentlich immer dann vor Gericht herangezogen wird als Maßstab. Was ist eine geringe Menge? Eine geringe Menge ist nicht deklariert, das heißt, die ist nicht definiert.
Das erleichtert oder erschwert das Ganze ein bisschen in der Praxis, ja, um die Verwirrung vielleicht jetzt noch ein bisschen größer zu machen. Es gibt dann nicht nur die geringen Mengen, es gibt auch kleine Mengen und große Mengen. Vom Begriff her, die sind sehr wohl definiert, nämlich die Grenze zwischen kleiner Menge und großer Menge, die liegt bei 20 Gramm Reingewicht THC. Diese Unterscheidung ist relevant, wenn es dann zum Beispiel zu Strafverfahren kommt und geschaut wird, was ist denn damals beschlagnahmt worden, zum Beispiel von der Exekutive, wie groß ist diese Menge, dann wird das natürlich auch wird überprüft, wie ist zum Beispiel der Reingehalt von THC, weil das ist ja unterschiedlich, ob das jetzt ein Harzprodukt zum Beispiel ist oder eben getrocknetes Gras zum Beispiel ist. Das heißt, es wird dann ausgerechnet, wie viel Gramm Reingewicht THC bleiben dann über anhand der beschlagnahmten Menge. Ja, und kommt man dann über die 20 Gramm da drüber, da bewegen wir uns in dem Bereich der großen Mengen. Nachdem das Suchtmittelgesetz im Strafrecht verankert ist, haben wir dann als Delikte, die in Frage kommen, entweder das Vergehen oder das Verbrechen. Und sobald es hier um große Mengen geht, sind wir im Bereich des Verbrechens zum Beispiel drinnen. Das heißt, hier gibt es dann andere Strafausmaße, die vorgesehen sind. Wenn man also zum Beispiel zu Hause viel anbauen möchte, eine große Terrasse hat und da mehrere Stauden zum Beispiel an Cannabispflanzen betreibt und das dann dabei erwischt wird von der Polizei und es konfisziert wird, dann kann es wahrscheinlich passieren, dass man relativ schnell in diesen Bereich der großen Menge hineinkommt. Wie schaut es aus mit den rechtlichen Konsequenzen? Es ist ja manchmal so ein bisschen ein Mythos, auch bei jungen Menschen, wenn sie quasi auch erwischt werden von jemandem, von der Exekutive, anscheinend passiert dann nichts weiter. Und sie denken sich, naja, das ist dann irgendwie sowieso eher legal, was sie da gemacht haben. Das hat damit zu tun, dass hier im Strafrecht, im Suchtmittelgesetz auch explizit Regelungen drinnen stehen, die vor allem auf den Umgang mit Cannabis und auf den Umgang im Sinne eines Experimentierkonsums abzielen. Das heißt, was hier, wenn man sozusagen gut belegen kann, dass das für den Eigenverbrauch bestimmt war, dass es eine geringe Menge ist, was wir gerade vorhin schon diskutiert haben, und dass es so ein Probierkonsum ist, ein klassischer, ja, dann wird die Anzeige zurückgelegt und wird in der Regel, was seit 01.01.2016 neu ist, direkt gleich eine Meldung an die Gesundheitsbehörde weitergegeben. Die schaut sich das dann an. Und da kann es dann sein, wenn diese Kriterien, die ich vorhin genannt habe, für sie sichtbar sind, dann wird sie wahrscheinlich auch weiter nicht großartig was unternehmen. Anders ist es, wenn man zum Beispiel zum zweiten Mal erwischt wird. Die Gesundheitsbehörde, sie wird ja alles gespeichert, auch in einem zentralen Register. Das heißt, wenn die Gesundheitsbehörde das dann abfragt, dann sieht sie, aha, vor einem Jahr, da war mal was, da ist dann damals nichts weiter passiert damit. Jetzt ist zum wiederholten Male was vorgefallen. Das heißt, es wird wahrscheinlich zu einer Anordnung einer gesundheitsbezogenen Maßnahme kommen, die die Gesundheitsbehörde in die Wege leitet. Sprich, man bekommt eine Vorladung an die Behörde, in der Regel Amtsärztin, Amtsarzt, und dort werden dann wahrscheinlich gesundheitsbezogene Maßnahmen eingeleitet, zum Beispiel der Besuch einer Beratungsstelle oder regelmäßige Arztbesuche, Urintests etc. Wenn es wirklich zu Anklageerhebungen kommt, dann kommt es natürlich zu einem Gerichtsverfahren mit entweder Schuld oder Freispruch. Es gibt ja aber auch Möglichkeiten, eben im Suchtmittelgesetz den Weg der Therapie statt Strafe zu wählen. Also vor allem, wenn es um Eigenkonsum geht, durch richterliche Weisung in die Wege geleitet werden kann. Das heißt also, die Bestimmungen zielen auch darauf ab, nicht jeden Menschen dadurch sofort ins Gefängnis zu werfen, sondern auch andere Wege zu finden im Sinne von Hilfe statt Strafe. Wichtig zu sehen ist, alles, was irgendwie hier passiert, wird registriert in der sogenannten Suchtmittelüberwachungsstelle beim Gesundheitsministerium. Das heißt, auch jede Anzeige, die zum Beispiel passiert, auch wenn dann vielleicht gar nichts dabei rauskommt, wird hier registriert. Das ist auch wichtig zu sehen. Und Behörden können darauf zugreifen, auf dieses Register. Und das führt manchmal dann zu unliebsamen Überraschungen in der Praxis, wenn es zum Beispiel so Dinge geht wie den Führerschein, der dann auf einmal befristet wird oder der Erwerb zum Beispiel verzögert wird oder im schlimmsten Fall sogar eingezogen wird. Wolfgang, eine Frage aus dem Chat ist gekommen, ja. Nämlich noch einmal zur Definierung von gering und wenig und so weiter. Das heißt, ob es richtig verstanden ist, wenn ich erwischt werde, ist ein geringerer THC-Wert besser als ein hoher. Das heißt, 20 Gramm sind dann nicht unbedingt 20 Gramm. Ist das so richtig verstanden?
Genau, also diese 20 Gramm Reingewicht, die ich vorhin gezeigt habe, bezieht sich dann auf das, was an reinem THC-Wert überbleibt. Und das macht natürlich einen Unterschied dann eben, welche Form von Produkten ich zum Beispiel mit mir trage. Ne? Ob das dann getrocknetes Gras zum Beispiel ist, wo man wahrscheinlich vielleicht einen Wert hat von, ich sage mal, 10-15% vielleicht, ja, oder ob das dann Harz ist, ja, wo die Werte höher liegen. Ja, also das muss man sich immer ein bisschen dann auch mit, sollte man mitdenken, ja, was hat man bei sich, ja, um hier nicht in einen problematischen Bereich hineinzukommen. Okay, danke. Sonst mache ich da mal weiter, wenn es passt. CBD, weil schon die Frage vorhin gekommen ist von jemandem. Und ich habe es jetzt hier mal so als Aussage, CBD-Produkte kann ich als Medikament in der Apotheke kaufen. Stimmt das oder ist das ein Mythos? Ich schaue wieder auf die Hände in der Runde. Hände oder Daumen, je nachdem, welchen Körperteil ihr ins virtuelle, in den virtuellen Raum strecken wollt. Ich bin offen für vieles. Eine geringe Zustimmung kann ich erkennen. Sehr gering. Sehr gering. Okay. Schätze mal 15%. Mhm. Damit liegt es ja auch sehr gut richtig. Weil CBD kann man nicht als Medikament erwerben. Es hat keine Zulassung als Arzneimittel bei uns in Österreich, so wie in den meisten anderen Ländern. Die Verwirrung bei CBD ist eigentlich in der Regel sehr groß, weil es einen Boom erfahren hat in der letzten Zeit und dann auch die Regulierungen, die gekommen sind, dann irgendwie ja erst nachträglich gekommen sind. Was vielleicht wichtig zu wissen ist, CBD als Bestandteil von Cannabis als Pflanze ist sozusagen ein bisschen der Gegenspieler vom THC, der für die berauschende Wirkung zuständig ist. CBD ja mehr für die beruhigende Wirkung. Wir kennen es wahrscheinlich auch so diese Diskussion in letzter Zeit, dass es immer mehr zu hochgezüchteten Pflanzen kommt, die eine andere Wirkung oder auch problematischere Wirkungen erzeugen, als zum Beispiel vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, was damals am Markt war oder angebaut wurde. Und das hat hauptsächlich damit zu tun, bei diesen Indoor meistens Hochzüchtungen, dass hier sehr stark der THC-Gehalt forciert wird, zu Ungunsten des CBDs. Und ich sage mal, ein gutes Kraut sollte wahrscheinlich eine ausgewogene Mischung zwischen THC und CBD beinhalten, damit es auch in der Wirkung dann als angenehm erlebt wird. CBD-Produkte, hat man wahrscheinlich auch mitbekommen, sind über diverse Wege irgendwie bisher verkauft worden. Oft sind sie so als Öl oder als Nahrungsergänzungsmittel deklariert worden oder als Tee-Produkt zum Beispiel. Das Ministerium hat dann im Dezember 2018, das Gesundheitsministerium, damals darauf reagiert und hat sich dann auf eine EU-Verordnung berufen, der sogenannten Novel Food-Verordnung, nämlich dass neue Lebensmittel- oder Kosmetikaprodukte deklarierungspflichtig und genehmigungspflichtig sind, was dazu geführt hat, dass man jetzt CBD-Produkte nicht mehr als Nahrungsergänzungsmittel verkaufen kann. Das ist also nicht mehr zulässig, außer es wäre sozusagen zugelassen worden, was vom Auffahren her aber sehr aufwendig wäre. De facto findet man das meiste jetzt als sogenanntes Aromaprodukt, was also ein bisschen eine skurrile Entwicklung in der Praxis ist, weil zum Beispiel dann, ihr kennt wahrscheinlich auch zum Beispiel diese CBD-Tropfen, ja, die man einnehmen kann, zum Beispiel auch als beruhigendes Mittel, um einen guten Schlaf zu haben oder um gewisse Schmerzen damit zu lindern, ja, wo dann aber in der Produktdeklaration dezidiert dann eben drinnen steht, nicht zur Einnahme geeignet. Wenn es um Rauchprodukte geht, also zum Beispiel Kräutermischungen, die es gibt, wo CBD mit dabei ist, dann fallen die unter die Bestimmungen des Tabak-Nichtraucherinnen-Schutzgesetzes, das ist dieses DNNRSG, wo die Altersgrenze ab 18 Jahren gilt. Johannes, ich schaue jetzt einmal, wie weit es noch Fragen auch gibt. Aus dem Chat vielleicht zum Thema CBD. Zurzeit keine Fragen. Warten wir vielleicht noch eine Minute. Falls jemand Fragen hat, bitte jetzt in den Chat. Minute kommt sicher länger. Ja, da ist schon die erste. Was hältst du grundsätzlich von CBD-Produkten, zum Beispiel Tropfen oder so?
Ja, Ist es gibt cool. wenig. Ist cool. Es ist, denke ich mal, wahrscheinlich für Jugendliche, junge Menschen weniger interessant, weil erstens mal sind die Produkte ja nicht gerade billig, die man da erwerben kann. Es würde immer sagen, es bedient aus meiner Sicht eine gewisse Nische an Alternativmedizin. Das heißt, es spricht vor allem Menschen an, die zum Beispiel jetzt auch im Bereich der Homöopathie vielleicht gerne unterwegs sind, ja. Und die zum Beispiel mit traditionellen Schmerzmitteln oder sowas nicht so gute Erfahrungen gemacht haben und da zum Beispiel die Hoffnung haben, dass CBD-Produkte da besser funktionieren für sie. Es gibt dazu auch Erfahrungsberichte, die man findet, ja. Was fehlt im Moment, sind aber noch immer umfassende Forschungsstudien, die dazu gemacht werden, also die eine gewisse Evidenz dann belegen würden, dass CBD in die und die Richtung wirklich wirksam ist, ja. Und umfassend wirksam ist. Also es gibt momentan, wie gesagt, mehr vereinzelte Berichte, aber nichts Strukturiertes und das verhindert es auch, dass CBD-Produkte als Arzneimittel, als Medikament zugelassen werden. Und gibt es denn in irgendeiner Form Suchtpotenzial jetzt in Form von Bei ja? CBD-Produkten, nein, nein. Also was man vielleicht noch hat, sind gewisse Gewöhnungseffekte, die sich dadurch ergeben, so wie bei anderen Medikamenten auch. Ne? Also man kennt es vielleicht, wenn man jetzt Baldrian-Tropfen einnimmt, ja, vor dem Schlafen gehen, um gut einzuschlafen, und man macht es dann jeden Abend regelmäßiger, dann wird man wahrscheinlich auch ein bisschen einen Gewöhnungseffekt haben mit dem Baldrian. Ähnlich kann man das bei CBD sehen. Alles klar, danke. Sonst denke ich aktuell keine Fragen im Chat. Okay, dann mache ich sonst noch eine kurze Bildschirmteilung wieder, zeige euch noch vielleicht, was es eben zu CBD auch im Netz gibt. Hier finden wir zum Beispiel eine Seite von einer Wiener Firma mit den Franz CBD-Blüten, die so schön heißen. Franz, unser Kaiser. Sissi ist mindestens genauso gute bessere Hälfte, sorgt mit seinem blumigen Aroma für Balance in ihrer Beziehung. Sissi, hier drüben bin ich. Franz kommt genauso wie unsere Sissi aus Wien, ergänzt unser Sortiment um eine weitere starke Persönlichkeit. Unser Franz, der Moustache unserer Pflanzen. Ja, und das kann man dann noch weiterlesen. Also, ihr findet so eine sehr blumige Beschreibung. Interessanterweise, die wurde nämlich auch im Laufe der Zeit dann geändert. Jetzt ist sie stark auf Aroma fokussiert, wenn man das sich anschaut. Ja. Früher war das noch ganz anders, vor 2 Jahren, bevor es diese Novel Food Verordnung gegeben hat, weil eben diese Produkte, in dem Fall geht es da eben um Tropfen, eben, wenn man dann weiter runter scrollt, sieht man das, dass das dann als Aromaprodukt vertrieben wird. Also quasi, man soll jetzt irgendwie in eine Duftlampe hineingehen und dann auf die tolle Wirkung von Franz hoffen. Ja, nicht nur den Franz gibt es, sondern auch die Sissi dazu, also als Pendant. Man sieht also, es wird schon recht viel Marketing dazu betrieben, auch beim Thema CBD. Wer sich dafür interessiert, wie das genau ausschaut, der kann sich dann noch auf der Seite auch von der AGES, Agentur für Ernährungssicherheit in Österreich, informieren. Hier gibt es zum Beispiel eine Seite zum Thema Fragen zu Hanf. Ich poste mal diesen Link hier im Chat. Und hier kann man sich da verschiedene Dinge anschauen, die man zu Hanf wissen sollte, auch die aktuellen Informationen, die in Österreich gelten. Hier gibt es zum Beispiel eine Rubrik zum Thema CBD, wie das geregelt ist in Bezug auf Lebensmittel, Kosmetika, Arzneimittel. So, Link folgt hier. Ja, und nachdem ich ein bisschen auf die Uhr schaue, es ist jetzt 14:46 Uhr, gute Dreiviertelstunde ist gerade vergangen, hätte ich jetzt mal den Vorschlag, vielleicht einmal einen Break zu machen an dieser Stelle und danach fortzusetzen. Johannes, was meinst du? Sehr gut. Ich hätte vorgeschlagen, 10 Minuten, Wolfgang, ist das okay für dich? Ja, sehr gut. Ja. Dann hätte ich vorgeschlagen, wir treffen uns wieder um 14:55 Uhr und dann geht es weiter mit der Fortbildung rund ums Thema die Substanz Cannabis. Und wer Schöne Pause. Lust und Laune hat, kann ja gerne ein paar Fragen inzwischen in den Chat reinstellen für den zweiten Teil. Der Chat Danke. bleibt natürlich offen. Danke, Johannes.
Ich habe in der Zwischenzeit in den Chat zwei Dokumente geschickt, die hoffentlich bei euch angekommen sind. Das eine ist eine Arbeitshilfe der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Deutschland für die Jugendarbeit zum Thema Cannabis. Da findet ihr nützliche Tipps drinnen, wie man mit konsumierenden Jugendlichen in der Jugendarbeit zum Thema gut arbeiten kann, wie man sie gut begleiten kann. Und das andere ist ein Dokument mit verschiedenen methodischen Beispielen, wie man zum Thema Cannabis mit jungen Menschen arbeiten kann. Wo, wie gesagt, das jetzt hier in dem Rahmen jetzt nicht so gut möglich sein wird, dann noch weiteres auszuprobieren. Aber sobald es dann irgendwie über Face-to-Face wieder möglich ist, bieten wir ja auch Seminare an zum Thema, wo wir das dann ein bisschen intensiver erproben könnten. Lieber Wolfgang, genau zum Thema Methode ist eine Frage im Chat aufgetaucht. Und zwar hat die Jutta mal von einer Betreuerin in einer Einrichtung in Wien gehört, dass sie mit den Jugendlichen, die wissentlich Cannabis konsumieren, auch ihre eigenen Erfahrungen mit den Jugendlichen austauschen. Also die Betreuerinnen erzählen dann, wann sie konsumieren und was sie dabei berücksichtigen und so weiter. Die Jutta war damals recht schockiert und sie, die Betreuerin, verwies dann aber damals auf eine Methode, die das legitimiert hat. Kennst du die Methode oder sowas in die Richtung? Ich habe es jetzt gerade gelesen auch, ja, von der Jutta, danke. Methode in die Richtung konkret wäre mir jetzt nicht bekannt. Ich denke, es ist eigentlich eher so eine Haltungsfrage in Einrichtungen, wie man mit diesem Thema verfährt. Also inwieweit man eigene Konsumerfahrungen als Mitarbeiterin, Mitarbeiter kommuniziert an Jugendliche, welche Unterschiede man dabei macht zwischen legalen und illegalen Substanzen. Ich erlebe das immer wieder, dass es Unterschiede macht, ja, dass man zum Beispiel wesentlich offener zum Beispiel über eigene Konsumerfahrungen mit Alkohol mit Jugendlichen spricht, im Vergleich zum Beispiel mit möglicherweise eigenen Konsumerfahrungen, die man mit Cannabis oder anderen illegalen Substanzen hat. Es gibt da wahrscheinlich auch keine Patentantwort, zu sagen, das ist genau der richtige Weg, wie man das machen kann. Grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig hier, wenn man gerade in einem Team arbeitet mit mehreren Menschen, sich da untereinander auszutauschen, abzusprechen und zu schauen, dass man gemeinsame Linie verfolgt, dass das also nicht unterschiedlich gehandhabt wird, weil das schafft Verwirrung. Und das merken Jugendliche auch sofort dann, mit wem kann ich quasi über welche Themen wie reden oder auch nicht reden. Das wäre so das eine. Das andere natürlich, akzeptierende Haltung bei diesem Thema ist etwas, was natürlich immer empfehlenswert hat. Die Frage ist natürlich, wo hat dann auch akzeptierende Haltung ihre Grenzen? Und da geht es natürlich auch um die Frage von, ich sage mal jetzt mal ganz persönlichen Persönlichkeitsrechten, inwieweit will ich mich als Privatperson, die ich auch bin, ja, was davon möchte ich alles in meiner beruflichen Arbeit zur Verfügung stellen oder auch nicht zur Verfügung stellen? Wo ziehe ich da auch Grenzen in Bezug auf manche Themen? Ja? Und ja, also wie gesagt, ich bleibe jetzt ein bisschen auf einer allgemeinen Ebene. Ich weiß, dass das wahrscheinlich für manche jetzt nicht ganz zufriedenstellend sein wird von der Arbeit, von der Antwort her. Aber wie gesagt, es gibt da nicht die Antwort, die man irgendwie oder die Lösung, die man verfolgen könnte. Wichtig ist vielleicht so, weil das ja manchmal eine Gretchenfrage ist, die von Jugendlichen kommt, hast du selber schon mal probiert oder so, na, diese Einladung, dass man erstens einmal gut irgendwie vorbereitet ist, dass solche Fragen kommen können und dass man sich dann auch überlegt, mit welchen Antworten oder mit welchen Gegenfragen begegnet man diesen Fragen. Also eine mögliche Strategie wäre zum Beispiel einfach mal zu schauen, was ist denn eigentlich die Intention dieser Frage oder was für einen Unterschied würde es jetzt machen, wenn ich sagen würde, ja genau, ich habe selber gekifft in meiner Jugend und was für einen Unterschied würde es machen, wenn ich sage, nein, ich habe es nicht getan oder was für einen Unterschied würde es machen, wenn ich sage, das ist eigentlich irgendwie eine private Angelegenheit, die mag ich da jetzt nicht in dem Rahmen preisgeben. Also gibt es verschiedene Varianten und man sollte sich, glaube ich, ein bisschen da selber dann überlegen, auch was passt da am besten für einen selbst, für die Einrichtung, in der man arbeitet, den Auftrag, den man dort hat und für das gemeinsame Miteinander, wenn man mit mehreren Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet. Ich mache sonst ein bisschen weiter bei dem, wo wir vor der Pause aufgehört haben, nämlich noch so beim Rechtlichen und es ist gleichzeitig auch so die Überleitung, aber dann eh schon in die konkrete Praxis, nämlich auch so mit der Frage, wie schaut es dann in den Einrichtungen aus, wo sich junge Menschen bewegen? Und mal angenommen zum Beispiel, es gab ja jetzt die Homeoffice-Phase auch bei den Schulen. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel da jemand in einer höheren Schule gemeinsam mit seinen Schülerinnen, so wie wir jetzt über Zoom den Unterricht machen würde und die Lehrperson würde mitbekommen, oh, da drüben, da sitzt jetzt meine Schülerin mit dem Joint an der Aufgabe. Und das nicht zum ersten Mal, sondern schon zum dritten Mal, dass wir das so machen. Ja.
Da ist irgendwie Reaktion gefragt, Handeln gefragt. Und eine mögliche Reaktion wäre zum Beispiel zu sagen, naja, die Schülerin, die gehört ausgeschlossen vom Unterricht. Ist das möglich in Österreich? Das heißt, wenn es also einen Verdacht auf Missbrauch gibt bei jungen Menschen in der Schule, können diese von der Schule ausgeschlossen werden oder nicht? Also Hand hoch, wenn ihr meint, das stimmt, das ist möglich, das ist durchaus eine Maßnahme, die man in Erwägung gezogen werden kann. Oder Hand unten, wenn ihr meint, das geht ganz sicher nicht. Oder aber auch den Daumen hoch. Genau, Hand oder Daumen. Danke, Johannes. Ja, Zoom hat Daumen runter, Gott sei Dank nicht im Repertoire. Ich sehe ganz vereinzelt Daumen in der Höhe. Ganz vereinzelt, vielleicht machen wir noch 20 Sekunden Zeit, sich für einen Daumen zu entscheiden. Frage im Chat ist auch aufgetaucht, ob es da einen Unterschied eventuell geben könnte zwischen Pflichtschule und weiterführender Schule. Okay, ja, das können wir dann gleich beantworten. Ja. Sind nicht mehr Daumen geworden, ich schätze mal 10% waren in der Höhe. Okay, ja, damit liegt es ja auch ganz gut, würde ich sagen. Denn de facto ist es so, dass es in Österreich über den Paragraph 13 im Suchtmittelgesetz ein eigenes Prozedere gibt für die Schulen, wie sie vorzugehen haben, wenn sie den Verdacht haben, dass Schülerinnen und Schüler in ihrer Einrichtung mit Cannabis zu tun haben und damit auch Probleme haben. Und sie dürfen nicht rausgeschmissen werden von der Schule. Das heißt, diese Bestimmungen, die es da gibt im Paragraph 13, zielen extra darauf ab, die Jugendlichen im Schulsystem zu halten, nicht zu verlieren, so wie man manche vielleicht jetzt schon über die Online-Phase verloren hat. Ja. Und ihr seht hier in dieser Übersicht einen Ablaufplan, der in Paragraph 13 festgelegt wird, wo an und für sich, ich gehe jetzt nicht auf jedes Detail davon ein, aber an und für sich schaut es so aus, dass die Schulleitung die Hauptverantwortung hat in diesem Prozedere, dieses Verfahren in die Wege zu leiten. Es gibt dann eine schulärztliche Untersuchung, die veranlasst wird, wenn es begründete Verdachtsmomente gibt. Begründete Verdachtsmomente heißt aber auch, dass das nicht einfach nur eine Einzelbeobachtung sein soll von irgendeiner Lehrperson, ganz kurz, sondern dass das über einen längeren Zeitraum passiert und von mehreren Personen so wahrgenommen wird. Dann kann dieses Verfahren eingeleitet werden oder sollte dieses Verfahren eingeleitet werden, gibt es, wie gesagt, dann die schulärztliche Untersuchung. Was da wichtig ist zu wissen, ist, dass der Schularzt oder die Schulärztin, die ja sonst unter die Schweigepflicht fällt mit ihrer Tätigkeit, in diesem Fall dann eine Gutachtertätigkeit bekommt, ja, und damit der Schweigepflicht auch entbunden ist. Das heißt also, das Ergebnis der schulärztlichen Untersuchung wird dann bekannt gegeben vom Schularzt, von der Schulärztin. Die Erziehungsberechtigten werden vorher verständigt und müssen ihr Einverständnis geben, dass dieses Prozedere in die Wege geleitet wird. Machen sie das nicht, geht es weiter an die Gesundheitsbehörde, die sich darum dann zu kümmern hat. Wird jetzt der Verdacht bestätigt bei der Untersuchung, gibt es ein gemeinsames Gespräch, wo dann auch überlegt wird, welche Form einer gesundheitsbezogenen Maßnahme würde in weiterer Folge Sinn machen. Das sind dann üblicherweise zum Beispiel Besuch bei der Drogenberatungsstelle oder ähnlichen Einrichtungen, die laut § 15a Suchtmittelgesetz dafür definiert sind, dass sie sowas machen können und machen sollen. Ja, Ziel ist es dann, über diese Maßnahme dann eben auch auf das Gesundheitsverhalten einzuwirken, was nicht immer gelingt, muss man auch dazu sagen. Also es gibt wahrscheinlich, kennt Sie vielleicht selber aus eurer Praxis, auch Jugendliche, die da mehrere Kreisläufe drehen im Rahmen dieses Paragraph 13. Ja. Aber ja, es wird versucht, eben darauf einzuwirken und Jugendliche dabei zu unterstützen, ihr Konsumverhalten zu reflektieren und auch ein Stück weit zu verändern. Was man vielleicht jetzt für die, die in der offenen Jugendarbeit oder zum Beispiel in der Kinder- und Jugendhilfe oder in anderen Einrichtungen tätig sind, davon mitnehmen kann, ist, dass man sich auch überlegen kann, was wäre so ein passendes Konzept zum Beispiel für die eigene Einrichtung. Wir empfehlen das als Präventionsstelle eigentlich immer, dass man sich so ein bisschen ein Konzept zurechtlegt. Wie geht man denn um, wenn man zum Beispiel damit konfrontiert ist, dass Besucherinnen, Bewohnerinnen, Klientinnen, Klienten ein problematisches Konsumverhalten zeigen, bei einer Substanz zum Beispiel, über einen längeren Zeitraum, was wären dann Interventionsschritte, die Sinn machen?
Da kann man ein bisschen sich Anleihe nehmen, auch an dem Modell, das für die Schulen zum Beispiel vorgesehen ist. Zur Frage Unterschied Pflichtschule, höhere Schule, da gibt es an und für sich keine Unterschiede. Das heißt also, dieser Paragraph im Suchtmittelgesetz gilt für alle öffentlichen Schulen in Österreich. So, ich schaue wieder ein bisschen auf Johannes, ob noch Fragen kommen, bevor ich sonst weitergehe. Aktuell keine im Chat. Warten wir vielleicht noch einen kurzen Moment. Vielleicht gibt es zu diesem Themenkomplex jetzt eine Frage von eurer Seite. Wenn dem nicht so ist, hätte ich vorgeschlagen, wir gehen einfach zum nächsten Komplex über. Ja. Das heißt, und jetzt in dem Moment kommt sie, die Frage, nämlich die Nachfrage noch einmal zwischen Pflichtschule und weiterführenden Schule und Schultypen. Heißt das dann auch, das, was du gemeint hast, dass man von einer privaten Schule fliegen kann, wenn ich jetzt Drogen konsumiere? Also wenn es nicht öffentlich ist, sondern privat. Private Schule ist wieder etwas anders, ja, weil die haben ja einen anderen Rechtsstatus als die öffentlichen Schulen. Ja. Ja. Also es hat zum Beispiel ja die Fälle gegeben, zum Beispiel bei Internaten. Und bei Internaten ist es auch so, da muss man sich anschauen, gehören die zum, sind die mit der Schule direkt verbunden, also in der gleichen Rechtsorganisation, oder sind die eine eigenständige Einheit? Also zum Beispiel die Berufsschulinternate in der Steiermark, die sind großteils zum Beispiel von der Wirtschaftskammer betrieben, über die Lehrlingshäuser der Wirtschaftskammer. Die sind zwar im gleichen Gebäude oft wie die Berufsschule, ja, haben aber einen anderen Rechtsform, also nicht direkt damit verbunden. Das heißt also streng genommen, trifft da der Paragraph 13 dafür das Internat nicht zu. De facto ist es so, dass sie sich meistens mit der Schule abstimmen, ja, oder zum Beispiel dann die Schule bitten, dass das Verfahren über die Schule eingeleitet wird, wenn sie im Freizeitverhalten der Jugendlichen da was mitbekommen. Und wenn es aber direkt miteinander verbunden ist, also wenn das Internat direkt auch die gleiche Organisationsform wie die Schule hat, dann ist sowieso auch der Paragraph 13 zu berücksichtigen. Alles klar, vielen Dank. Keine weiteren Fragen im Chat. Gut, dann hupfe ich noch so weiter. Wenn ihr zum Beispiel jetzt als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Cannabis bei Jugendlichen findet oder auch zum Beispiel irgendwo in der Einrichtung findet, ne, irgendwo zum Beispiel am WC, da liegt ein Säckchen Cannabis. Was mache ich damit? Soll ich das jetzt irgendwie ins Büro, in die Schublade dort reingeben? Gebe ich das an die Exekutive weiter? Was tue ich damit? Ja? Also die Frage wäre, muss ich sowas auch, wenn ich da was finde, bei Jugendlichen zum Beispiel an die Exekutive weitergeben oder nicht? Bitte um euren Daumen, wenn ihr dieser Meinung seid. Die ersten Daumen sind in der Höhe. Jetzt vorgeschlagen, wir warten noch 15 Sekunden. Sind ein paar mehr, die dieser Meinung auch sind. Ich schätze, gut ein Drittel wird sein. Okay. Und die Frage dazu aus dem Chat, mehr oder weniger, als Betreuerin darf ich grundsätzlich nichts nehmen. Das darf nur die Polizei selbst, oder? Ja, nichts nehmen ist fast doppeldeutig, ne? In dem Fall, weil ich glaube, es geht ums Wegnehmen. Oder sicherstellen, nehmen wir es vielleicht so. Naja. Grundsätzlich einmal zuerst, ihr müsst es nicht an die Exekutive weitergeben. Das ist schon mal wichtig zu wissen. In der Regel solltet ihr es auch noch nicht an die Exekutive weitergeben, weil was passiert, wenn man es an die Exekutive weitergibt? Die Exekutive hat dann eine Ermittlungspflicht. Die muss also dem nachgehen. Die wird dann anfangen zu forschen, die wird dann in die Einrichtung kommen zu euch, wird dann Befragungen durchführen, wird versuchen, die Verdächtigen rauszufinden, sofern sie nicht sogar so schon sogar genannt worden sind. Ja. All das ist in der Regel ja nicht förderlich für das Beziehungs- und Vertrauensverhältnis, was man dann hat in der Arbeit mit jungen Menschen. Ja. Das heißt, legitim, denke ich mir, sind solche Schritte dann, wenn es um gröbere oder andere Delikte geht, wie zum Beispiel einen umfassenden Drogenhandel in der Einrichtung.
das zum Beispiel, weil das zieht massive Auswirkungen nach sich zieht, ne, also das ist etwas, was in der Regel auch nicht erwünscht wird, ja, was auch in der Gruppe dann zum Beispiel zu negativen Effekten führt. Da kann es durchaus sinnvoll sein, dann wirklich auch die Involvierung der Exekutive solchen Dingen. Wenn es um Konsum geht bei Jugendlichen, um Beobachtung, Wahrnehmung, vielleicht auch Finden von Utensilien, die Jugendliche dann mit dabei haben, ist es auf jeden Fall sinnvoller, die Vertrauensbasis zu nutzen für gemeinsame Gespräche, die man führen kann zum Thema Veränderung des Konsumverhaltens, auch vielleicht auch um Informationen weiterzugeben, die Jugendliche nicht so parat haben zum Thema, was kann ihnen rechtlich passieren. Ja. Das heißt, also, die ist auch eine gute Gelegenheit, denke ich mal, da einzuwirken und auch präventive Ansätze zu finden. So, die Frage mit der mit dem Konfiszieren quasi, die gekommen ist, vielleicht da noch grundsätzlich ja. Allerdings, man kann privatrechtlich natürlich alle möglichen Regelungen treffen. Und zum Beispiel jede Einrichtung, ich denke jetzt an Einrichtungen wie ein Jugendzentrum, eine WG zum Beispiel, hat ja Hausregeln in aller Regel. Dort stehen Dinge drauf, die quasi erlaubt sind und nicht erlaubt sind in der Einrichtung. Und das ist eigentlich nichts anderes als privatrechtliche Vereinbarungen, die man trifft mit seinen Besucherinnen, Bewohnerinnen, je nachdem, um was es da geht. Ja. Und was dort zum Beispiel drinnen steht, im Sinne von gemeinsamen Vereinbarungen, da können auch so Dinge drinnen stehen, zum Beispiel, wenn was gefunden wird, dann wird es konfisziert und vernichtet. Das ist auch in der Regel ein guter Weg, zum Beispiel, wenn es um illegalisierte Suchtmittel geht. Also wenn klar ist, dass das etwas ist, was definitiv in den Bereich des illegalen Bereichs hineinfällt, dann ist es nicht sinnvoll, das zum Beispiel jetzt irgendwie, so wie von mir vorhin gesagt, in die Büroschublade zu legen, ja, weil man keinen besseren Platz findet. Weil in dem Moment würde schon das Deliktbesitz gelten und damit würde man in einen problematischen Bereich reinkommen als Mitarbeiterin, Mitarbeiter einer Einrichtung. Das heißt, eine Strategie, die, denke ich mal, immer auch gängig ist, ist, dass die Sachen dokumentiert vernichtet werden. Also dokumentiert, sprich Vier-Augen-Prinzip, dass das auch protokolliert wird, um sich abzusichern, macht durchaus Sinn, weil man weiß ja nie, welche Leute auf die Ideen kommen, zu sagen, hey, da im Jugendzentrum ums Eck, da wird mit Cannabis gehandelt und gedealt und alle kiffen dort, wenn sie dort sind. Ne? Ja, das könnte vielleicht zu unliebsamen Überraschungen dann führen an Menschen, die auftauchen oder auch an Imageverlust in der Öffentlichkeit. Also insofern dokumentieren macht Sinn, wenn es um solche Interventionsschritte geht. Wenn es ein bisschen unklar ist, um was es eigentlich geht, was gefunden wird, weil zum Beispiel bei Cannabis kann das ja ein bisschen schwierig sein. Da könnten Jugendliche sagen, das ist ja CBD-Gras, was ich da mit dabei habe. Das ist völlig legal, das darf ich bei mir haben. Ne? Und jetzt ist die Frage, naja, ist es das oder ist das vielleicht doch ein THC-Produkt, also ein Suchtmittel? Was dann noch möglich ist, es gibt eine Abgabestelle in Österreich, die bei der AGES angesiedelt ist, wo ich vorhin schon die Seite gezeigt habe, auch mit den Infos. Und an diese Adresse kann man zum Beispiel verdächtige Substanzen einschicken. Es macht Sinn, vorher dort anzurufen und das bekannt zu geben vorher und einfach Bescheid zu geben, dass man da jetzt was schickt. Ja. Das wird dort labortechnisch geprüft. Die AGES ist die einzige Organisation, die das machen darf in Österreich. Und man bekommt dann eine Rückmeldung, um was es geht. Sofern es wirklich eine illegalisierte Substanz ist, wird sie dann kontrolliert vernichtet von der AGES. Kostet mich das dann was als Einrichtung? Nein, das war sollte weiterhin kostenlos möglich sein. Es ist an und für sich ein Weg, der bisher nur den Schulen offen gestanden ist, über den Paragraph 13, den ich vorhin gezeigt habe, weil da manchmal das Thema sein kann, dass was gefunden wird, ja, im Zuge dieser Verfahren. Und vor 2 Jahren haben wir aber erreicht, dass das auch jetzt geöffnet worden ist, einmal als Pilotgeschichte für andere Einrichtungen, wie zum Beispiel Jugendeinrichtungen. Mhm. Und meines Wissens sollte es noch immer möglich sein, dass man das auch zum Beispiel als Jugendzentrum oder als WG machen kann. Und nur um sicher zu gehen, ich mache mich aber in meiner Tätigkeit als Jugendarbeiterin nicht strafbar, wenn ich jetzt selbstständig etwas vernichte, oder? Oder mache ich mich dann der Komplizentäterschaft oder so strafbar?
Ja, schließe ich den Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich denke, es ist wichtig, Regelungen parat zu haben. Also es macht, glaube ich, Sinn, dass zum Beispiel sowas in Hausordnungen drinnen steht, was passiert, wenn, ja, dass man dann auf der abgesicherten Seite ist, dass Jugendliche nicht dann nicht sagen können, ja hoppala, das steht ja nirgendwo, das hast du jetzt willkürlich entschieden, dass wir das so tun. Ja. Also wäre gut, dass man das irgendwie auch in seinen Verfahren, in seinen Hausregeln mit irgendwie verankert. Ja. Aber dann ist man gut abgesichert. Dann kann man sagen, schau her, da steht das so drinnen. Das ist die Vorgehensweise, wenn sowas bei uns passiert. Und das ist der Weg, den wir gehen. Alles klar, danke. Schauen wir schnell in den Chat hinein. Gibt es von eurer Seite aus noch Fragen? Dem ist nicht so. Gut, weil dann würde ich sonst in dem letzten Teil des heutigen Blogs ein bisschen noch so auf Seiten ein bisschen Schwenk machen, quer durchs Internet, was es noch so gibt an Seiten, die man vielleicht nutzen kann, wenn es ums Thema geht. Ja, das heißt, ich stoppe jetzt hier mal ganz kurz die Bildschirmnutzung und aktiviere sie dann gleich wiederum für Wolfgang, eine Frage ist aufgetaucht in der Zwischenzeit. Wenn ich im Dienst allein bin und es tritt so ein Fall auf, soll ich jemand weiteren darüber in Kenntnis setzen, einen Kolleginnen, Kollegen oder so? Da würde mich nur interessieren, was ist der Fall? Also was genau tritt denn auf? Ich denke, also ich interpretiere es so, Dani, bitte korrigiere mich, wenn ich es falsch verstehe. Wir sind da eher in einem Betreuungsverhältnis, sprich in einer Jugendhilfebetreuung und bin im Dienst allein und treffe auf einen Jugendlichen, der Cannabis oder die Cannabis besitzt. Ich nehme sie ihm oder ihr ab und möchte dieses Sackerl dann mehr oder weniger vernichten. Sollte mir dann absichern, indem ich jemand anderen in Kenntnis setze oder warten, bis jemand anderer kommt bei der Übergabe? Oder? Ja, ist eine gute Frage. Also möglichst halt, wenn es möglich ist, möglichst unmittelbar handeln, ja, macht Sinn. Und möglichst auch irgendwie Kolleginnen und Kollegen oder die Leitung mit dazuziehen, wenn das im Moment möglich ist. Ja. Und wenn es gerade nicht möglich ist, dann zumindest auch das ankündigen, dass das dann in unmittelbarer Folge dann passieren wird, ja. So Zeit dann, wie möglich es halt dann geschehen kann. Mhm. Dani, wenn das okay ist für dich, wenn du noch eine Nachfrage hast, lade ich dich auch gern ein, dein Mikro einzuschalten, links unten. Passt so, perfekt. Danke, Wolfgang. Okay. So. Gut, vielleicht noch hier ein bisschen was findet man im Netz. Ja? So zum Thema Rechtliches, wo wir auch vorhin waren, kann ich noch die Seite www.takeyourrights.at empfehlen, die in Österreich von, glaube ich, zwei Anwälten vor allem betrieben wird, die sich da einsetzen, wenn es ums Thema Drogenrecht und auch was damit so oft zusammenhängt, Führerscheinrecht zum Beispiel geht. Ja? Da findet man ganz nützliche Seiten auch auf dieser Seite. Zu den einzelnen Punkten, wenn man da reinkickt, ja, zum Beispiel bei Führerscheinrecht, findet man gute Infos, wie das zum Beispiel in der Regel häufig abläuft, ja, wenn es zum Beispiel amtsärztliche Untersuchungen gibt, ja, was die Rechte sind, die man hat als betroffene Person, ja, wie das zum Beispiel mit Tests ausschaut, ja, welche Testverfahren es da gibt, welche Testverfahren zulässig sind, zum Beispiel überhaupt in Österreich, damit es dann auch vor Gericht, wenn es dazu kommt, überhaupt haltbar ist. Das sind so Sachen, die man zum Beispiel hier auf dieser Seite gut findet. Ich poste das wieder im Chat oder schau mal. Ich habe schon abgeschrieben. Du hast schon, okay, super, danke, Johannes. Da freue ich mich, wenn du das übernehmen kannst, weil dann muss ich jetzt nicht hin und her wechseln. Ja, von der, mach ich, ja, klar. Der Bildschirmnutzung. Gut. Eines vielleicht auch noch, das BAS betrifft Abhängigkeit und Sucht, hat auch eine Übersicht zum Thema illegalisierte Drogen, zum Beispiel auf ihren Infoseiten drauf. Da finden sich auch kurze Beschreibungen der wichtigsten Punkte vom Suchtmittelgesetz, wenn man sich das anschaut. Eben, was sind gesundheitsbezogene Maßnahmen, wer kann die durchführen,
Und wie schaut es mit Drogentests zum Beispiel aus? Ja, auch hier ein paar nützliche Infos, die man sich hier anschauen kann. So, ich stoppe hier ganz kurz, weil ich den Wechsel mache auf den anderen Browser. Was einige wahrscheinlich kennen werden, ist die Seite Feel Okay. Die Plattform, die es sowohl für Jugendliche gibt als Informationsplattform, als auch für Multiplikatorinnen im schulischen, aber auch im außerschulischen Bereich und auch für Eltern zu unterschiedlichen Themen rund ums Thema Gesundheit im weitesten Sinne. Ihr findet hier da oben auch die Rubriken, die hier angeführt sind. Jobs, Freizeit, Konflikt, Krise, Körper, Psyche, Genuss, Sucht, Zukunft, Gesellschaft. Also alles, was irgendwie so Jugendliche beschäftigen kann. Und unter dem Teil Genuss und Sucht findet sich zum Beispiel auch eine Infoseite zum Thema Cannabis mit verschiedenen Sachen, die ihr hier seht, also Fragen und Antworten zum Beispiel als Infoseite. Das Leiterspiel, ich mache das kurz einmal auf, dieses Leiterspiel, damit man sich anschauen kann, wie das funktioniert. Das ist ganz unterhaltsam, interaktiv. Man kann hier einen Nickname eingeben. Ich mache das jetzt hier mal und wähle hier mir einen Avatar aus. Und den Frosch als Spielbrett und schon geht's los. Hier links oben gibt es den Würfel, den man drücken kann. Und und jetzt ist zum Beispiel die Frage, bis zu welcher Menge ist der Besitz von Cannabis in Österreich straffrei? Ich nehme jetzt einmal 0 Gramm. Das ist richtig. Kann die Spielfigur bewegen, leider nur um ein Feld. So, wenn ich hier weiter würfel. Spricht etwas dagegen zu kiffen und gleichzeitig Zigaretten oder Shisha zu rauchen? Ja, weil das Risiko von Krankheiten der Atmungsorgane berechtigt steigt. Ja, weil sich CBD und Nikotin im Körper gegenseitig verstärken. Nein, ich nehme jetzt mal auch hier die Antwort 1 und würde hier jetzt weiterrücken. Ja, und so geht es weiter. Also bis man dann quasi hier die verschiedenen Felder hinaufkommt. Ja, es gibt die Leitern, die einen wieder nach eventuell weiter runterbringen wieder, also man kann auch wieder zurückstürzen, ja. Oder auch der Frosch, ja, der da einen Einfluss hat, ob man rauf und runter kommt auf den verschiedenen Ebenen. Das ist ganz gut gemacht und auch mit den Fragen, die drinnen sind, nett gestaltet. Es gibt auch einen Selbstcheck, den man hier durchführen kann, so zum eigenen Überprüfung des eigenen Konsumverhaltens. Es gibt ein paar Videoclips, wo zwei drinnen sind. Der eine ist, ich kann das kurz einmal zeigen, ich mache jetzt die Clips selber nicht auf, weil die ein bisschen länger dauern. Den oberen, den kann man sich anschauen als Beispiel, wie ein Clip nicht sein sollte in der Prävention. Ja? Der untere, der ist von Supro, sind die Vorarlberger Kollegen, kurz und bündig. Das ist ein ganz guter Clip mit einfach einer kurzen Zusammenfassung der wichtigsten Infos, die man irgendwie als Jugendlicher zum Thema Cannabis wissen sollte. Also wer Lust und Laune hat, am besten beides anschauen und vergleichen. Safer Use Hinweise sind ebenso drinnen. Ja. Und dann auch ebenso, wo stehst du? Da kann man sich dann selber verorten und reinklicken, was passt. Also bin ich jemand, der sowieso keinen Bock hat auf Cannabis? Bin ich jemand, der vielleicht gerade neugierig ist und das ausprobieren möchte? Bin ich jemand, der das schon ab und zu macht? Oder bin ich auch jemand, der das schon regelmäßig konsumiert? Je nachdem findet man dann unterschiedliche Rubriken, die einen dann kommunikativ begleiten, wenn man da weiterklickt. Was auch, denke ich mal, einige kennen, ist Check Your Drugs, Check It in Wien, das Projekt, die ja auch die bei Partys vor Ort sind und das Drug-Testing zum Beispiel machen. Hier verweise ich auch ein bisschen auf die Möglichkeit der Beratung, die sie anbieten, zum Beispiel auch die Rechtsberatung, die einmal in der Woche besetzt ist von 16 bis 18 Uhr. Also wenn man zum Beispiel noch, so wie vorhin die Kollegin, glaube ich, die Dani, genauere Fragen hat, die sich im rechtlichen Bereich bewegen, könnte man da auch anrufen bei Checkit und sich dazu beraten lassen. Und ansonsten ist die Seite natürlich auch gut geeignet, um hier Infos zu Substanzen zu finden. Hier gibt es da einzelne Rubriken, Drogen und Gehirn, Mischkonsum zum Beispiel, wenn wir hier reingehen. Findet man auch gute Hinweise zu Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Substanzen, was man berücksichtigen sollte. Das geht jetzt über Cannabis natürlich hinaus, aber ja, trifft alle so gängige Substanzen, vor allem im illegalisierten Bereich.
Ähnliche Seite aus Deutschland ist die Seite truckcom.de, die manche vielleicht auch kennen. Das ist eine große Plattform, die von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung betrieben wird. Hier gibt es zum Beispiel eine eigene Rubrik Alles über Cannabis mit verschiedenen Top-Themen, chronologisch sortiert nach Eintrag, mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen. Wann ist man süchtig? Ist es eine Ursache für psychische Erkrankungen? Kann das das sogenannte amotivationale Syndrom auslösen, also so antriebslos vor sich dahindümpeln? Warum ist danach, weil es von Cannabis so lange möglich ist? Und wenn man dann reinklickt, findet man überall so Antworten auf diese einzelnen FAQs, die es zum Beispiel in der Praxis gibt und überhaupt viel Informationen zu den einzelnen Substanzen, die es so gibt, ja. Wissenswerte, Selbsttests, die man da abrufen kann. Also ziemlich umfangreich, diese Seite. Ein Projekt, was wir in Österreich auch haben, was die Wiener Präventionsstelle betreibt, ist der sogenannte Can-Reduce. Das richtet sich gezielt an Menschen, die ihren Cannabiskonsum reduzieren oder einstellen wollen und ist eine interaktive Seite, die einen dabei begleitet. Das heißt also, man kann sich da dann dafür anmelden bei Can-Reduce. Man nimmt dann teil über eine gewisse Zeit, wird dann dabei begleitet, auch online, kann da ein Tagebuch dabei führen, ja, mit dem Ziel, dass man in dieser Zeit eben seinen Konsum verändert. Die Seite vom Deutschen Hanfverband ist auch gut geeignet, um viele Infos zu finden dazu. Die ist sehr nützlich mit einer breiten Informationspalette. Hier gibt es zum Beispiel eine Unterrubrik zum Thema Streckmittel. Also was sollte man wissen? Welche Streckmittel sind oft in den Produkten zu finden, wenn man sie nicht selber anbaut und nicht weiß genau, was drinnen ist? Ja? Hier zum Beispiel diese Übersicht. Was ist Bricks zum Beispiel? Ja? Sand, der zu finden ist. Ja? Speckstein. Ja? Und was hat das für eine Auswirkung, wenn diese Inhaltsstoffe mit drinnen sind in Produkten? Ich verweise auch noch ein bisschen auf die Kolleginnen von der Drogenberatungsstelle, die ja auch eigene Angebote haben, wenn es um diese Thematik geht. Also alle, die zum Beispiel in der Jugendarbeit oder Kinder-Jugendhilfe tätig sind, für die gibt es zum Beispiel die Kompetenzgruppe Sucht, die der Martin Riesenhuber begleitet, wo es monatlich Termine gibt. Momentan jetzt wahrscheinlich nicht durch Corona, aber ich denke, dass das bald wieder weitergehen wird, auch bei Ihnen. Wo es die Möglichkeit gibt, einfach Fragen, Fälle einzubringen und in einer gemeinsamen Fallreflexion dann Anregungen zu bekommen. Also so eine fachlich begleitete Form von Intervision zu diesem Thema. Und es gibt das Angebot der Krisenintervention für Schulklassen zum Beispiel. Das heißt also, wenn es Vorfälle gibt in Schulen, die dann auch die Dynamik in Klassen durcheinander bringen, ja, oder zum Beispiel, wenn dann mehrere Schülerinnen und Schüler in einer Klasse betroffen sind, ja, und das ziemliche Auswirkungen hat dann in der Schule, in der Klasse, dann kann die Drogenberatungsstelle hier auch an die Schule kommen und bietet Krisenintervention für die Schulklassen an. Vielleicht zum Schluss noch so zwei YouTube-Empfehlungen oder Links. Eines wird vielleicht bekannt sein, das ist der Channel Open Mind. Vom Simon. Ich spiele das jetzt nochmal ab. Ich mache jetzt hier nochmal kurz die Freigabe noch einmal mit Ton, weil dann kann man sich das anhören. Und um das Thema Drogen. Die Tage, an denen unschuldige Drogenkonsumenten diskriminiert und bestraft werden, sind gezählt. Auf Open Mind zeige ich euch, wie die einzelnen Drogen wirken, wie gefährlich sie sind und was ihr beim Konsum beachten müsst und vieles mehr. Vergesst alle Lügen, die ihr von der Gesellschaft über Drogen eingetrichtert bekommt. Hier versuche ich euch, die Wahrheit über Drogen näher zu bringen. Egal wie sehr man jedem einredet, dass Drogen schlecht sind, irgendwer wird sie immer nehmen. Deshalb ist es wichtig, dass man diesen Menschen zeigt, wie man einen möglichst risikoarmen Konsum betreibt. Auch wenn ihr selbst kein Interesse daran
habt, Drogen zu nehmen, gebe ich euch Informationen, die hilfreich sein können, falls es eure Freunde tun. Vor allem versuche ich aber auf diesem Kanal zu demonstrieren, warum die derzeitige Drogenpolitik eine menschenverachtende Katastrophe ist. Drogengesetze müssen weitaus liberaler gestaltet werden und wenn ihr davon noch nicht überzeugt seid, ist das der beste Grund, mal auf meinem Kanal vorbeizuschnuppern und euch meine schlagfertigen Argumente zu geben. Wenn ihr euch für das Thema Drogen interessiert und nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert meinen Kanal. Vielleicht war ja der LSD in den Keksen. Oh. Scheiße. Ja, manchmal kann es blöd gehen, ja, wenn LSD in den Keksen ist. Ich wollte nur sagen, also ihr kriegt schon mit, es ist natürlich auch eine politische Message mit dabei bei dem Kanal, ja, Richtung ja, Liberalität, Freigabe etc. Der Trend ist aber auch ganz interessant, sich doch einzelne Videos anzuschauen. Der gute Simon macht ja auch ganz viele Selbstversuche, wo er Drogen konsumiert, ja, und was das mit ihm macht. Das heißt, ich würde sagen, das ist eine sehr selektive Geschichte, die vielleicht geeignet ist, die man jungen Menschen weitergeben kann, die selber schon einige Konsumerfahrungen haben und die daran interessiert sind, an Hinweisen, an Erfahrungsberichten von anderen, damit sie, wenn sie konsumieren, besser Bescheid wissen, wie sie das tun können. Und zu guter Letzt noch das Projekt Repound. Das ist ein Lebenskompetenzprogramm aus Deutschland, wo es einzelne Videoclips gibt. Die spiele ich jetzt hier nicht ab, weil es jetzt von der Länge ein bisschen lang ist, aber die sind sehr gut auch gemacht, weil sie eben nicht mit einem moralisierenden Zeigefinger daherkommen, sondern weil sie einfach verschiedene Ausschnitte von Lebensrealitäten von Jugendlichen zeigen und die Zusammenhänge, die es dabei gibt mit verschiedenen Konsumformen, ob das jetzt illegalisierte Suchtmittel sind, ob das auch legale Sachen sind, ob das so Themen sind wie Glücksspiel zum Beispiel oder Körperbild, Essstörungen. Da findet man also bei dieser Clip-Reihe ganz verschiedene Videos, die man auch ganz gut als Anregung einsetzen kann, wenn man mit Jugendlichen zu tun hat und so ein bisschen als Ausgangsbasis für gemeinsame Diskussionen zum Beispiel zu einem Thema nutzen kann. Und jetzt ist 15:32 Uhr und deswegen hätte ich gerne mal einen Punkt gemacht und einfach geschaut, was es vielleicht noch für Fragen gibt. Wer noch hier im Ding bleiben möchte. Ja. Ich beobachte den Chat in der Zwischenzeit. Aktuell keine Fragen herinnen. Wenn ihr Fragen habt, nutzt es jetzt noch, den Wolfgang anzuzapfen. Ja, Wolfgang, eine Frage ist gekommen. Gibt es eigentlich sowas wie Erste-Hilfe-Tipps irgendwo zusammengefasst? Zum Beispiel, was ist, wenn ich einen Horrortrip habe, was ich da tun kann? Ich überlege gerade, ich würde mal sagen, auf der Seite von Jacket sollte man was dazu finden. Da sollte auf jeden Fall was mit dabei sein. Also normalerweise sind es ja auch diese Safer-Use-Regeln, die einerseits diese Elemente integrieren, bevor man beginnt zu konsumieren, dann auch während des Konsums, was zu beachten ist. Und was dann vielleicht auch beachtenswert ist, wenn es in kritische Situationen irgendwie reingeht. Ja? Also Jacket würde ich da mal empfehlen. Auch die Drug.com-Seite, die ich vorhin gezeigt habe, sollte da was bieten dazu. Was ich auf der Schnelle gefunden habe, auf der Jacket-Seite, ist vor allem auch, wenn ich in die Situation komme, wenn ich jemanden treffe, der in einen Notfall gekommen ist, beim Drogen, im Drogenrausch. Auf der Seite findet ihr dann mehr oder weniger so Erste-Hilfe-Tipps, wie man der Person dann weiterhelfen kann. Genau, und das sind wichtige Hinweise, die man Jugendlichen ja geben kann, wenn sie gemeinsam unterwegs sind und sie mitkriegen, irgendjemanden in ihrer Gruppe, in ihrer Clique geht es nicht gut. Was ist dann zu tun? Ja? Was sollte man beachten, ja? Um dann nicht Hilfe, die wirklich wichtig ist, ja, möglicherweise zu unterlassen, weil man befürchtet, das ist was Illegales, was wir da tun und deswegen hole ich jetzt keine Hilfe. Ja? Das wäre das Schlechteste, was man tun sollte. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen von euch an den Wolfgang zum Thema Cannabis? Gibt es eine Seite, wo ich eine Auflistung von neuen Drogen finde? Also Trenddrogen, in Anführungszeichen. Ja, auch hier würde ich auf die Jacket-Seite eigentlich verweisen, weil Jacket da am nächsten dran ist bei diesen Themen. Beziehungsweise, Sie werden es vielleicht jetzt nicht immer auf der Website ganz aktuell haben,
Aber man kann die zum Beispiel auch kontaktieren und fragen, was sind gerade momentan Trends, die sie beobachten in den Szenen, ja, weil die ganz nahe an den verschiedenen Jugend-Freizeit-Drogen-Szenen dran sind und da mitkriegen, was sich zum Beispiel tut. Also ein Trend zum Beispiel, den sie berichten, ist, dass diese ganzen Legal Highs, die eine Zeit lang sehr en vogue waren, sehr rückläufig sind wieder in den letzten Jahren, dass das ziemlich runtergegangen ist. Und dass dafür zum Beispiel Sachen, die über das Darknet bestellt werden können, pumpen, was damit zu tun hat, dass dort der Reinheitsgrad von den Substanzen, die man dort erwerben kann, sehr hoch ist oft. Ja. Also sprich, die Qualität ist sehr gut der Produkte. Man kann sich das teilweise auch so vorstellen, ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, auch im Darknet. Das funktioniert ähnlich wie bei Amazon. Ja. Da gibt es dann Kundenratings, Sterne, die man vergeben kann, ja. Das heißt also, Händler, die keine gute Ware anbieten, die bekommen auch keine guten Bewertungen, was dazu führt, dass man sich gegenseitig da auch konkurrenziert und dadurch jetzt qualitativ sehr hochwertige Sachen am Markt sind, was natürlich auch wiederum dazu führt, dass man dann als Konsument, Konsumentin gut Bescheid wissen muss, ja, weil wenn man gewohnt ist, vielleicht Sachen zu konsumieren, die gestreckt sind, ja, der Reinheitsgrad nicht so hoch ist und man konsumiert auf einmal etwas, wo das ganz anders ist, dann kann es natürlich schnell zu unliebsamen Überraschungen, Überdosierungen und Ähnlichem kommen. Ich habe euch in den Chat gepostet eine Unterseite von der Jacket Wien, wo es eben darum geht, da gibt es einen Art monatlichen Newsletter oder Newsfeed oder eine Art Blog mehr oder weniger, wo über falsch dosierte Drogen oder überhöhter Ecstasy-Gehalt von Tabletten und so weiter einfach so aktuelle Meldungen immer wieder veröffentlicht werden. Super, danke Johannes. Gibt es sonst noch Fragen? Wie es ausschaut, Wolfgang, hast du alle glücklich und zufrieden gemacht? Ja, ich hoffe, dass ich nicht alle irgendwie jetzt zugetextet habe, zu viel in dieser Zeit. Ja. Aber ich hoffe, dass ein paar Anregungen mit dabei waren für eure Praxis, dass auch neue Infos vielleicht dabei waren, die ihr nutzen könnt. Vor allem auch so in der virtuellen Begegnung vielleicht jetzt mit jungen Menschen, wenn es real nicht immer so in der Form möglich ist, wie es bisher der Fall war, dass man dann da auch Instrumente nutzen kann, die man zum Beispiel im Netz, die es im Netz gibt oder so. Ja, und sage danke an dich, Johannes, für die Möglichkeit, sich hier einzuklinken in die Webinarreihe. Ja, Wolfgang, vielen Dank auch von meiner Seite für deine Ausführungen. Es war super spannend, finde ich, und eben total viele neue auch Websites und Unterstützungsmöglichkeiten, wie eben in der Jugendarbeit mit dem Thema Cannabis umgehen kann. Für euch alle noch einmal die Info, ich habe es auch in den Chat schon geschrieben, alle Links, die der Wolfgang halt vorgestellt hat, die werden wir mit dem E-Mail der Teilnahmebestätigung noch einmal mit ausschicken. Das heißt, ihr bekommt die alle per E-Mail zugeschickt. Das war eh schon wieder mein Stichwort. Sollte jemand noch nicht den Namen und die E-Mail-Adresse in den Chat gepostet haben und eine Teilnahmebestätigung brauchen, dann bitte das jetzt zu tun, noch bevor die Person aussteigt. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Dabeisein wieder. Wirklich toll, dass so viele Menschen wieder bei uns in der Weiterbildung vorbeigeschaut haben. Morgen geht es weiter, ein bisschen früher wieder aufstehen, um 10 Uhr ist Start mit dem Thema Cybermobbing. Da wird uns Günther Ebenschweiger von Aktiv Präventiv beglücken sozusagen. Bis dahin wünschen wir euch vom Logo alles Gute, einen wunderschönen Nachmittag. Habt es gut und bis morgen.